Schauen wir mal, dass wir das hier erobern. Einige. Die wollen wahrscheinlich gerade zum Gegenschlag ausholen. Oder die wollen das verhindern. Wir haben gleich wahrscheinlich ein Mega-Gefecht. Okay, da oben ist doch nicht aufgedeckt. Ich verstehe ehrlich gesagt den Sinn von Grün und Lila nicht. Weil so wie sie das gerade machen, kommen sie auf keinen Fall weiter. Sie haben ja Frieden mit allen. Naja, der Bauern rausgezogen. Du musst aber etwas tun. Sonst. Du kannst das Land nicht erobern, wenn du mit allen Frieden hast. Das läuft nicht. Und das ist nun mal ein Kriterium zum Gewinnen. Wenig. Ich glaube nicht, dass ihr große Probleme macht. Ich fürchte mal, Gelb wird jetzt. Was macht Gelb da? Greift Gelb Lila an? Oh, schön, danke, das brauche ich. Okay, der hat wirklich eine Truppe aufgestellt. Und die Stadtgarde natürlich. Ich glaube, Gelb greift jetzt wirklich auch noch Lila an. Das ist ja sehr clever. Das mache ich lieber selber. Diese unnötigen Infos da oben rechts. Die könntet ihr wirklich weglassen. Muss eh alle Sachen durchschauen, sonst läuft's nicht. Aber ich muss sagen, es ist wirklich hart umkämpft jetzt, dank der letzten Updates. Also es ist nicht mehr so wie anfangs, hey, ich baue eine Armee und die verhungert, weil ihr jetzt zu blöd zum Wirtschaften seid, sondern ich muss mich wirklich durchkämpfen hier. Aber wenn es jetzt wirklich keine Händler mehr gibt, finde ich das auch scheiße. So ein bisschen. Hoffentlich habe ich genug Runden. Konter! Oh, er hat überlebt. Ich finde das echt stark. Gut, dann weiß ich schon noch, was ich zuerst schieße. Oh, Formationskampf, okay. Wer rechnet denn damit? Ja, ja, komm ruhig her, du Hutträger. Tot! Wie unerwartet. So, hab ich Erstschlag? Oh, schön, Erstschlag haben wir schon mal. Gehen wir mal dahin, in der Hoffnung, dass der Herr da rauskommt. Aber wird wahrscheinlich nicht. Doch, kommt er. Gut, direkt haben wir einen Schuss. Ja, Speerträger sind halt gut gegen uns. Erstschlag. Okay, dann muss ich jetzt Krieg. Tot. Boah. Wow. Zieht ja auch noch einen Schwanz ein. Es mögen so 11 Leute sein, aber ich habe sie halt verloren und die fehlen mir jetzt letzten Endes. Es waren halt leider Ritter. Ritter kriege ich nicht so einfach. Vor allem, da es jetzt anscheinend keine Händler mehr gibt plötzlich. Finde ich echt schade. Die Händler sind nicht das Problem, sondern dass sie vielleicht immer alles gehandelt haben. Das Spiel ähnelt wirklich zusehends mehr Lords of the Realm. Warte mal, irgendwas stimmt doch hier nicht. So, jetzt aber. Sorry, wenn ich manchmal ein Mikro rummache. Okay, ein paar Fernkampfwaffen ist okay. Es gibt wieder Händler, ja. Sag mal, wo kommt dieses Pferd her? Wieso habe ich einfach nur Pech gehabt? Es gibt einfach nur Händler und ich habe es noch nicht gesehen. Kann natürlich auch sein. Was brauchen wir denn?
Oh, großer Händler. Lass mich teilhaben. Erstmal verkauf dir das. Verkaufen wir noch ein bisschen davon. Holz läuft eigentlich auch ganz gut. Auch so viel hat der Händler gar nicht, sehe ich gerade. Da kaufe ich halt nur ein paar tausend. Nur. So, und ich hätte gern mal 1000 Rüstungen. 1000 Schwerter wären toll. Jetzt habe ich kein Geld mehr für Armbrust tatsächlich. Deshalb kaufen wir nicht 1000. Sondern nur ein paar hundert davon. Ja, so sieht das doch schon besser aus. Dann lohnt sich doch wieder, dass wir Geld ohne Ende sammeln. Hier habe ich gleich zwei jetzt. Aber tatsächlich, so, man braucht ein paar Orte, an denen man unterschiedliche Sachen macht. Okay, du bleibst mal hier in der Hoffnung, dass hier ein Händler in den nächsten Runden kommt. Wäre echt so viel einfacher, wenn man nur eine verdammte Stadt zu managen hätte. Mach's mal mit Gambesons. Und kann man nicht genug haben. Gambesons sind eigentlich das Einzige, was ich nicht nachkaufen muss, oder? Ja, doch, jetzt beim nächsten Runde vielleicht schon. Wenn ich Glück habe und hier irgendwo ein Händler ist, zufällig. Und ich mir mal wieder ein paar... Ja, ich glaube, Gelb wird jetzt wirklich vernichtet langsam. Ich glaube, Gelb hat Lila angegriffen. Und wenn Lila jetzt einen Gegenschlag macht, finde ich das echt blöde. Weil wenn Lila da anfängt, Ländereien zu klauen, dann ist der mir gefährlich nah bei mir. Ich glaube, das lasse ich jetzt mal die KI machen. Der hat nur noch einen Schwertkämpfer. Oder ist er gerade abgehauen? Nee, Gelb macht weiter Truppen. Ah, doch eine Armee. Okay, dann... Die KI will ich ungern kämpfen lassen. Weil ich dachte, es ist nur okay, der hat nur seine 50. Und ich habe hier sogar einen Händler. Mit ein bisschen Glück kann ich mir jetzt gleich hier was gönnen. Ein paar Ritter wieder. Ja, es ist mir egal, dass da oben die Bevölkerung sehr erhöht hat. Eine 10.000er Bevölkerung ist aber immer noch hin noch nahezu unmöglich. Auch wenn es leichter ist. Okay, die sind ja mächtig zufrieden. Können die Bogenschützen überhaupt schießen? Bei meinem Glück können die schießen. Natürlich. Okay, hat nichts ausgemacht, aber trotzdem. Ansturm. Das war ein schöner Ansturm. Okay. Ja.
Also wirklich noch kämpfen. Aber ich bin bewusst, dass es hier nicht gut ausgehen wird. Jetzt aber, jetzt muss die Moral aber null sein, oder? Ja. Gut. 9 Leute verschont. Gut, die haben jetzt erobert. Normale Ration haben sie nicht mal mehr. Aber es ist Sommer, das ist immerhin etwas. Ach ne, da fehlt jemand. Ich kann euch nicht hungern lassen, tut mir leid, Leute. Ganz schlimm, dass ich euch nicht hungern lassen kann, ich weiß. Erstmal wird hier auf Rinder gegangen, ja? Dann verkaufen wir euch. Verkaufen wir die Schafe, damit die armen Tierchen nicht sterben müssen. Dann kaufen wir nochmal richtig fett Getreide ein. Dann kaufen wir uns ein paar Rinderschen. Damit wir auch ein bisschen Getreide einsparen hier. Perfekt. Muss immer nicht. Die Moral ist leider ein bisschen im Keller, deshalb kann ich mir jetzt hier nichts leisten. Oh, ich habe ein bisschen zu viel gekauft, sehe ich gerade. Da, vielleicht lag es auch deshalb. Ah ja. Okay. Das ist schön. Wer von euch die Elite? Gut, der ist weg. Okay, ich kann das tatsächlich durchziehen, so wie ich mir vorgestellt habe. Alla, ich hole Truppen und pack die dann mit anderen zusammen. Das ist echt perfekt. Warum ist hier irgendwo ein Händler? Kann ich noch irgendwas verkaufen, was ich gerade so viel habe? Holz ist gerade massiv nach unten gegangen. Und Eisen. Halt, warte, wie viele Leute habe ich denn hier? Obwohl, kann ich machen, doch. Oh, war ein bisschen viel. Ja, ich würde es gerne eingeben an manchen Stellen. Okay. Okay, von mir aus.
1000 Reiter, bitte. Haben wir die jetzt alle abgezogen? Ach, da hinten mit, okay. Und dann kannst du mit hochkommen. Boah, das hat fast gar nichts gebracht. Ist eigentlich einer zu viel. Und das ist einer zu wenig, ihr verarscht mich. Okay, löscht das auf jeden Fall. Jep. Erstmal will ich eure Zufriedenheit wieder hochkriegen. Und dann bauen wir mal ein paar Gebäude, dass ihr glücklicher werdet. Und ich glaube, 4000 Leute rauszuziehen wäre eh nicht schlechte Idee gewesen. Was für die Bogenschützen noch so fehlt, die Fähigkeit, einen Schritt nach hinten zu laufen und zu schießen. Das fehlt denn noch. Ernsthaft? Da wollte ich wirklich mit mir anlegen. Ich glaube, meine Stadtwache schafft dich. Ah, ich glaube, er ist wirklich verzweifelt. Lila fällt ein. Das heißt, ich muss als nächstes gegen Lila Krieg führen. Es wird nicht schön. Ich hoffe, Grün mischt sich nicht ein. Ist aber schön, dass du gegen mich Krieg führst, obwohl Lila bei dir schon auf den Tor. Also ich mache gerade nichts, aber Lila hat da gerade eine Armee erstellt und du gehst gegen mich los. Ja, die Bevölkerung hier ist noch unzufrieden, das wird sich auch bald ändern. Die Kavallerie lasse ich dann einfach nachkommen. Dass die Herrscher aber auch hier dann wirklich die ganze Bevölkerung erstmal rausziehen und die dass es ihnen erstmal scheißegal ist, dass die Bevölkerung unzufrieden ist. Hauptsache, ich habe erstmal die Truppen rausgezogen. Das ist ja fast ein Grabenkrieg, wenn ich mir das so anschaue. Keine Partei kommt so wirklich vorwärts. Aber man hat einmal seine riesige Armee aufgerieben und im Grunde war es das dann. Sag mal, wo ist eigentlich meine Hauptarmee? Wahrscheinlich muss ich wirklich unterscheiden zwischen der Burg stationiert und draußen. Echt jetzt, das ist es. Ja, dann komm mal. Ja, die brauche ich jetzt nicht wirklich. Ich glaube, du wirst mir stark unterlegen. Oh, ich dachte, das was dagegen. Ah, das ist natürlich blöd. Oh, ist die Moral am Boden. Ah ja. Er geht bestimmt auf meinen. Oh, er geht nicht auf den Commander los.
Ah, zur Not ziehe ich mich zurück. Wie steht's um die Moral? 38. Na, ich jetzt wissen müssen. Er greift bestimmt die Bogenschützen an. Ach so, der hatte die Stadt jetzt vernichtet. Upsi, daran habe ich nicht gedacht. Na, egal. Wollt ihr mich verarschen? Wir sind denn zahlenmäßig überlegen und wir ziehen uns zurück? Hä? Er hat die Hosen voll, aber ich bin im Vorteil. Ich muss nur aushalten. Ja, damit habe ich gerechnet. Das war aber sehr clever. Warum? Wir haben doch fast gewonnen! Idioten! Ist mal ernsthaft, was war das denn jetzt für eine Lachnummer? Er hat mich zwar ein bisschen ausgespielt, aber wir waren im Vorteil. Ach, da muss eh noch die Festung wird er niemals erobern. Ich lasse meine Truppe einfach stehen und gut ist. Da komme ich zwar jetzt nicht weg, aber das macht nichts. Zwei, drei Schüsse. Der hätte ja nicht mal an die Bogenschützen rankommen können. Okay, hier kommt auf jeden Fall jetzt gerade richtig Essen rein. Davon kaufen wir noch was. Warum kann ich eigentlich nur so wenig Bier kaufen? Wahrscheinlich ist es Bevölkerungs... Ah, maximal für die Bevölkerung, okay. Zehn kriegt man durch Bier, interessant. Da fehlt mir jetzt jemand. Hilf mal mit. Ja, die schaffst du nicht. So, wo ist meine Armee? Wie, jetzt darf ich das plötzlich auch nicht mehr? Jetzt muss ich wirklich von Stadt zu Stadt springen und jetzt habe ich hier Bettler. Gehen wir mal auf normale Ration ein bisschen runter. Normaler 10. Duram. Duram, ja. Ach so, ich habe jetzt auch die... Ich habe diesen Bevölkerungsüberschuss jetzt gerade. Oh ja, hier haben wir gerade ein Problem vom Essen her, sehe ich gerade. Das ist aber gar nicht gut. Jetzt habe ich hier dreimal Bett. Ach, ich habe ja diesen Geburtsstangenjagd auch. Dann will ich glatt sagen, wir gönnen uns hier noch ein paar. Schwertige Kämpfer.
Oh, es ist besser. Boah, habe ich die Bevölkerung ja dezimiert. Kann ich mit euch eigentlich schon fast angreifen? Hier brauche ich auf jeden Fall mehr Essen. Hier komme ich sonst in Probleme. Da muss ein Händler kommen demnächst. Die Bevölkerung ist aber auch massiv gewachsen wieder. Und ich sehe gerade, ich nehme kaum noch Geld ein. Wahrscheinlich, weil ich so eine Armee, extreme Armeegröße habe mittlerweile. Allerdings spinnt die Anzeige auch immer, während das lädt. Hat er sich zurückgezogen. Schön, danke. Ich kriege gerade echt Probleme. Die Bevölkerung ist jetzt aber massiv runtergegangen um 2000 Leute. Ah, okay. Da war ich 14.000. Ich vermute mal, das war wirklich ein Anzeigefehler. Ja, bau mal aus. Hier sieht es gut aus jetzt. Ja, natürlich ist das geschrumpft. Das da oben ist mir auch mehr als bewusst. Ach, hier darf ich plötzlich darüber. So. Der hat noch den Schwertkämpfer. Ich würde sagen, wir müssen mal weiterkommen. Ah, jetzt sind wir wieder bei 7000 plus, das ist okay. Mehr Getreide bitte. Das hier passt eigentlich so weit. Und ihr werdet auch immerhin schön weiter dreifachen 10 zahlen. Ich muss eigentlich echt gucken, dass ich den Stadtkern so ein bisschen schütze. Okay, zeig mal, was du kannst. Bin ich mal gespannt. Also ich marschiere jetzt mit drei Armeen auf. Das muss ja irgendwas bringen. Wenn man wirklich sehr viel Armeen rausziehen muss, sind tatsächlich Kirchen wieder im ganz anderen Licht zu betrachten. Hm.